Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Wunder heute. Kein Tunnel ohne Ende. Es gibt immer Hoffnung, garantiert. Das ist der Buchtitel des soeben erschienenen Buchs von Willi Tanner, meinem Studiogast. Das Buch Kein Tunnel ohne Ende. Und Willi, ich begrüße dich ganz herzlich hier zu diesem Interview. Gleichfalls. Dein Geburtsjahr 1926. Richtig. Und das glaubt ja kein Mensch. Wenn man dich so sieht, dann denkt man, ja, das kann nicht sein, der ist eher 68 als 86. Ich selber kann nur sagen, ich glaube noch an Wunder, es muss ein Wunder geschehen sein. Dass ich kann von keinem Gebrechen sprechen und war wirklich einmal weit unten. Kein Gebrechen mit diesem Alter. Also wenn das kein Wunder ist... Ich kann mir vorstellen, dass es ja nicht nur mir so geht, sondern auch andere Leute immer wieder sagen, ist das möglich, dass du schon 86 bist? Und dass es dir gut gehen darf, du Hoffnung ausstrahlst, so ein Geschenk. Und das Leben beginnt für mich mit 80. Also für viele, die noch jünger sind, sollen wissen, mit 80 kann das Leben noch beginnen, das stimmt. Das wollen wir den Zuschauern auch wirklich sagen. Es hört nicht einfach auf mit der Pensionierung. Nein, kein Fall, dann fängt es richtig an. Dann kann man es genießen, hat man mehr Zeit und mehr Geduld. Und es ist etwas ruhiger, zwar in meinem Temperament ist natürlich nicht, aber so bin schon ein bisschen ruhiger. In gewissen Gebieten bin ich schon etwas ruhiger geworden. Ja. Willi, hier steht ja, du hast diesen Buchtitel ja ganz bewusst gewählt. Kein Tunnel ohne Ende. Ganz bewusst. Es gibt immer Hoffnung, garantiert. Ja. Und ich möchte ganz kurz etwas vorlesen aus dem Buch. Und das gibt auch so ein bisschen eine Einleitung in dieses Buch, das wir natürlich sehr, sehr gerne auch empfehlen, weil es echt ermutigend ist, weil es Hoffnung gibt in Situationen hinein, wo Menschen vielleicht heute hoffnungslos sind. Das war meine Absicht mit dem Buch, Hoffnung und Erbauung weiterzugeben. Ja. Ich lese da ganz kurz. Willi Tanner, Jahrgang 26, erlebte ein turbulentes Leben. Als Junge wurde er nach strengen religiösen Maßstäben erzogen, entschied sich aber schon bald, diesen frommen Weg zu verlassen und sein Leben selber in die Hand zu nehmen. Im Alter von 27 Jahren musste er dann allerdings eine Erfahrung machen, die sein Leben völlig umkrempelte. An einem steilen Hang inmitten eines Vulkankraters, wo er plötzlich keinen Ausweg mehr sah, trat eine alles entscheidende Lebensveränderung ein. Und genau an diesem Punkt, Willi, hier steht, dort geschah etwas, du warst 27 Jahre, wir haben gehört, ich sag mal so, religiös geprägt, aber so, dass du den Weg nicht mit Jesus gegangen bist. Und dann kam eine ganz spezielle Situation, berichte uns davon, von dieser Lebensveränderung, Entscheidung. Es muss von Gott so geführt gewesen sein. Ich bin also in eine Kraterwand hineingestiegen, in meinem jugendlichen Übermut, und habe nicht gemerkt, dass es immer steiler wird. Und als ich es realisierte, als ich mal runterguckte, sehe ich eine überhängende Wand, mehrere hundert Meter runter und keinen festen Halt. Und da war mir bewusst, jetzt gibt es nur noch eins, in den nächsten Sekunden oder Minuten stürzt du da ab und dann ist das Leben vorbei. Und da kam natürlich eine schreckliche Angst. Nein, das kann doch nicht sein, dass mein junges Leben jetzt zu Ende ist, dass ich da runterstürze im Tod. Und dann ganz deutlich, kein Mensch, das wusste ich bin nicht bereit. Es gibt einen Gott, das wusste ich. Und ich wusste auch, dass er weiß, wer zu ihm gehört und wer nicht. Und ich wusste, so kann ich vor ihm nicht bestehen. Und dann habe ich ein kurzes Gebet gesagt und habe gesagt, oh Gott, ich komme vor wie ein Heuchler, jetzt wo ich den Tod vor Augen sehe, und jetzt aber trotzdem, ich kann nichts anderes, ich bitte dich, ruf, in jedem Fall sollte ich runterstürzen, lass mich nicht verloren gehen, lass mich nicht an diesen Ort gehen, der schrecklich sein muss. Nein, Herr, und wenn du aber mich aus dieser aussichtslosen Lage rettest, wenn ich da nicht jetzt abstürze, wenn du mich holst, dann sage ich dir, dann gehört mein weiteres Leben, gehört dir, das sage ich dir. Und das Wunder geschah an Grashalmen. Ich bekam dann neuen Mut und plötzlich irgendwie, probiere es jetzt doch nach dem Gebet. Und wie eine neue Kraft. Und ich probiere, vorher hätte ich jetzt, ich war wie gelähmt. Ich sagte,
ich sehe keinen Weg mehr. Und dann versuchte ich es wirklich an Grashalmen und Wurzeln gehalten, bin ich Zentimeter um Zentimeter aus dieser schrecklichen überhängenden Wand rausgekommen und auf der Seite. Und dann wusste ich, Gott hat mir das Leben neu geschenkt. In welchem Land war das? In welchem Jahr? In welchem Land? Ah, im Land El Salvador, das auf Deutsch heißt der Erlöser. Da habe ich 21 Jahre gelebt, Familie gegründet, eine Firma aufgebaut und so weiter. Am Pazifik, ein traumhaftes Land. Eigentlich ganz interessant, wenn wir jetzt diese lebensverändernde Situation hier anschauen, in diesem Land El Salvador, der Erlöser, und du durftest erfahren, wirklich, du hast Erlösung empfangen dort in diesem Gebet. Es ist so interessante Zusammenhänge sind da. Auch immer denke ich, warum gerade in diesem Land mit diesem wunderschönen Namen? Und wo heute so viele Menschen auch dort zum Glauben gekommen sind, diese einfachen Mischlinge und Indianer, nachher mit einem Bürgerkrieg sind in einem großen Prozentsatz haben sie die Hilfe in ihrer Not bei Gott gesucht und sind gläubig geworden. Mhm. Du hattest gute Wurzeln, das muss man sagen, in deiner Kindheit. Das haben wir gehört. Ja. Du wusstest, du hattest von Gott schon gehört. Ja. Aber ganz offensichtlich hat dich das nicht zu ihm gezogen in der Jugendzeit, sondern irgendwie das Religiöse oder vielleicht das übertrieben Strenge hat dich da wie weggetrieben. Ich konnte den Maßstab, den meine Gemeinde in Zürich und meine Eltern von mir verlangten, den Maßstab konnte ich nicht halten mit meinem Temperament. Mhm. Ich bin ein emotioneller Mensch und ein Mensch, der Abenteuer gern hat, und bei mir muss etwas laufen. Und das passte nicht in diese Schablone. Das war verboten. Ich durfte nicht ins Kino gehen. Ich durfte kein Radio haben, weil das ist ja weltlich. Da habe ich einen gebastelt und dann habe ich mein Programm gehört. Da wurde ich noch später noch Funker. Aber das war alles verboten. Und dann sagte ich, dann haue ich halt ab nach Amerika, weil dass ich mit etwas mehr Freiheit habe. Das konnte ich nicht auf die Länge. Ich durfte nicht in ein Konzert gehen, in eine Oper oder so, und das konnte ich nicht halten. Und dann man könnte sagen, das war auch das, was dich dann eben weggetrieben hat eigentlich von dem Glauben. Und trotzdem waren doch Wurzeln da, ganz tief drin, weil als du da vor dem eigentlich Tod standst und wusstest, ich stürze da ab, ich komme da nicht mehr, mit eigener Kraft komme ich da gar nicht mehr runter. Ja, wusste ich. Da wusstest du, eigentlich, du hast deine Verlorenheit erkannt. Ja, genau. Du hast gesehen, so kann ich vor Gott nicht bestehen. Genau. Das war so klar. Ich habe gewusst, dass ein schrecklicher Ort, wenn ich so jetzt runterstürze, ohne mich Gott um Vergebung zu beten, wusste ich, dass ich an diesem schrecklichen Ort, ich wusste, es gibt einen Himmel, es gibt eine, sag ruhig mal, Hölle oder was, wie man es immer nennt. Es gibt einen schrecklichen Ort, und da wollte ich um keinen Preis hin, weil ich wusste, das ist auch ein Zustand, der bleibt. Die Bibel sagt ewig, und da wollte ich auf keinen Fall hinkommen. Willi, wie hat sich dein Leben verändert? Dieser lebensverändernde Entscheid oder diese Entscheidung, die du dort getroffen hast, wie hat sich das ausgewirkt? War das unmittelbar? Ja. Es fing also wirklich unmittelbar an, und zwar schon nach wenigen Minuten. Ich bin dann also aus dieser schrecklichen Wand herausgekommen. Auf der Seite dann war wieder etwas Vegetation, Gebüsch. Und dann wollte ich unbedingt noch auf den Kraterrand hinauf. Ich hatte ja meine Kamera bei mir. Ich habe die besten Fotos gemacht unten der Vulkansee mit schwefelgrünem Wasser. Traumhaftes Bild. Und dann nachher langsam bin ich dann außerhalb am Kegel runtergelaufen. Ohne Gefahr. Plötzlich merke ich, oh, meine Tabakpfeife, die habe ich verloren. Ich habe Tabakpfeife geraucht. Ne? Verloren. Erster Gedanke, oh, zurück, mal sehen, ob sie suchen. Und plötzlich, muss nicht mehr suchen, brauchst nicht mehr. Plötzlich einfach wie eine innere Stimme, oder muss nicht mehr suchen, brauchst nicht mehr. Von da weg, einfach hat das Rauchen aufgehört. Also eine sehr schnelle Verbindung. Die nächste deutliche Veränderung war, ich war ein leidenschaftlicher Tennisspieler, hatte einen Freund, einen deutschen Freund, der war ehemaliger Stuka-Pilot vom Krieg noch her. Mit dem haben wir immer am Sonntagmorgen 3-4 Stunden wie die verrückten Tennis gespielt, bei der Hitze in den Tropen. Wir haben miteinander ungefähr gleich gut gespielt wie die Wilden. Und dann kam der nächste Sonntag, automatisch
spürte ich halt, sondern Gott hat Freude, wenn man zusammenkommt in einem Gottesdienst und ihn ehrt und hört von ihm. Sagt, ja, wo kann ich da, habe mir erkundigt, wo ist da so ein Gottesdienst und von Christen, von Gläubigen, habe das gefunden. Und dann habe ich meinem Freund gesagt, du, der hieß Klaus, komm nicht mehr am Sonntag zum Spielen. Was ist los? Bist krank oder was? Nein, du, ich habe den Wunsch, ich möchte den Gottesdienst, Sonntag, der Tag des Herrn. Und ich habe jetzt wirklich eine Entscheidung getroffen und ich möchte meinem Gott treu sein und ich möchte ihn besser kennenlernen. Ich gehe jetzt in den Gottesdienst am Sonntag. Das war eine der markantesten Veränderungen. Das hat dich richtig hingezogen. Das heißt, hat mich einfach hingezogen. Die Gemeinschaft. Niemand hat mir gesagt, du musst gehen. Ich selber hatte das Verlangen. Aus einer Entscheidung, aus einem freien Herzen heraus, das also möchte ich jetzt. Offenbar hat er meine Entscheidung ernst genommen, sodass er anfing, in meinem Leben zu wirken. Jawohl. Ich komme nochmal auf den Titel deines Buches zurück, Kein Tunnel ohne Ende. Ja. Normalerweise ist es so, wenn man sich einen Tunnel vorstellt, da ist es dunkel. Und du hast dann auch noch verschiedene ganz schwierige Situationen. Ja. Musstest du durchstehen? Wirklich. Und eine Situation... Du hast eine große Liebe geheiratet und dann, diese Ehe wurde geschieden. Ich muss es jetzt ein bisschen kurz machen, zusammenfassen, aber das war etwas, was dir total den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Da hat mir auch mein Glaube an Gott, hat eigentlich sozusagen, habe nicht mehr gespürt, konnte auch nicht mehr verstehen, warum Gott das zulässt. Das konnte ich nicht fassen und nicht verkraften und bin total zusammengebrochen, komplett. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das festhalten, dass man auch eben Gefühle zeigen darf und auch sagen darf, es gibt Situationen, da versteht man im Moment gar nichts mehr. Da steht man einfach da, eben es ist dunkel wie ein Tunnel. Und ja, man fragt sich dann, wie soll es weitergehen? Jetzt, es war ja deine große Liebe. Ihr habt zusammengearbeitet, das war eigentlich, ihr hattet miteinander Kinder. Wir hatten wunderbare Jahre, die schönsten Jahre als Familie und eine Frau, eine wunderbare Frau. Mhm. Einmalig. Ich konnte das nicht verstehen und nicht verkraften und auch nicht in Zusammenhang bringen mit dem Gott, den ich ja jetzt kennenlernte, oder? Mhm. Konnte ich nicht verstehen. Und das war so massiv, dass du auch in dieser Zeit psychisch, du bekamst Probleme. Es war sogar so, dass die medizinische Diagnose, die lautete manische Depression. Manische Depression, depressiv. Und Klinikaufenthalte. Sogar in einem ärztlichen Bericht stand sogar Tendenz diese Schizophrenie sogar. Mhm. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, jetzt ist es aus. Mhm. Fertig, mein Leben. In einer psychiatrischen Klinik in Bern. Wie soll ich dann später mal noch eine Stelle bekommen? Du bist so geprägt, sage ich, jetzt ist aus. Habe keine Hoffnung mehr, keine Hoffnung. Es war dunkel, ohne Hoffnung. Wirklich, sagt, mein Leben ist nichts mehr wert, fertig. Ja. Möchte am liebsten sterben. Und in so einer Situation, man kann ja bestenfalls, wenn man das medizinisch jetzt anschaut, kann man von Maßnahmen sprechen, die zur Linderung des Zustands dann führen. Ja. Aber eine eigentliche Heilung im Sinn von wirklicher Heilung, die hat man dir ja nicht anbieten können. Ich weiß noch, als so, da kommen ja Psychiater kommen und sprechen und versuchten, oder? Aber das war für mich eine Qual, wenn sie mich dann gefragt haben, war jede Antwort eine Qual und ich habe gemerkt, seelisch können die mir überhaupt nicht helfen. Dieser Schmerz, dass meine Frau mich verlassen hat, meine Kinder sozusagen sehe ich noch ein oder zweimal später nach einem Monat, das war dieser Schmerz so tief, da konnte kein psychiatrisches Gespräch konnte da helfen. Jetzt dein Buch, es gibt ja da noch einen Untertitel und dort steht, es gibt immer Hoffnung garantiert. Ja. Willi, wie kam es dazu? Das liegt ja jetzt Jahre zurück und du durftest vollkommene Heilung, göttliche Heilung empfangen, Heilung durch Jesus Christus. Wie kam es dazu? Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, das möchte ich wirklich sagen, auch alle, die das mich hören oder sehen, ist, ich konnte allen vergeben.
Weißt du, was mir am meisten kommt? Meine Frau hatte ich keine Mühe zu. Ich wusste, sie ist beeinflusst worden von einer anderen Religion und hat das einfach gesehen. Und wegen ihrem Trauma, wo sie auch wie ich so eng aufgesogen wurde, hatte sie, sagte sie in der Anthroposophie, da habe ich freien Raum. Da gibt es niemand mehr, sagt, das ist verboten, sondern alles. Ich konnte sie verstehen. Aber den Anwalt, den sie hatte, der alle schmutzigen Wäsche von mir hervorholen musste, um mich überhaupt die Scheidung durchzubringen, und ich war dagegen. Ich sagte meine Frau, ich kann dir nie ein Ja zur Scheidung, gibt's für mich nicht. Ich liebe dich und meine Kinder, ich kann mich nie scheiden von dir. Mhm. Und ich kann auch nicht glauben. Und sie sagt, ja Willi, ich gebe dich frei und du gibst mich frei. Ich sag, es war nicht mehr die Frau von früher, sie war einfach für mich quasi anders. Aber bis ich dem Anwalt vergeben konnte, der dann so gemeine Dinge um die Scheidung überhaupt, ich weiß noch, in Gelächen, es hieß, unzumutbar mit einem solchen Sektierer und Fanatiker und religiösen Fanatiker zu leben, unzumutbar, ungefähr. Er musste eine Formulierung haben, oder? Und da war ein geschworener Rat. Und dann, als ich, aha, was der Sohn Sektierer, der erlaubt, hat mal einen Fernsehapparat weggenommen und solche Dinge. Und hat mal in einem sogenannten Abfallding ein Trottinett gesehen. Habe gedacht, ja, ein Trottinett, schade, oder? Hab's rausgenommen. Dann hieß es, hat Abfälle geholt, um die Familie zu ernähren. Ungefähr so hat er das gedreht, oder? Um Begründung zu haben, dass man mit einem solchen Mann nicht mehr leben kann. Und das, und da, bis ich dem vergeben konnte, das hat mehr als Monate gebraucht. Aber Gott hat mir die Kraft gegeben, und das ist, glaube ich, das Geheimnis, wenn wir allen vergeben können. Allen! Und zwar dann einfach wirklich ganz vergeben. Da kann Gott wieder im Leben etwas neu aufbauen. Ich möchte auf diesen Punkt dann noch zu sprechen kommen, ja. Vergebung, weil ich denke, es ist ganz, ganz ein wesentlicher Punkt, den du auch angesprochen hast. Ja. Könntest du sagen, du hast durch diese Vergebung auch ein Stück weit an Heilung empfangen können? Ich denke, das war der Weg zur Heilung auch. Er hat den Weg zur Heilung frei gemacht, dadurch, dass ich vergeben konnte. Hätte ich nicht vergeben, denke ich, hätte ich die Heilung nicht bekommen, glaube ich nicht. Das heißt, auf einmal, es war ja alles dunkel. Es war ja dunkel. So weit, du hast das alles geschildert, dunkel. Dass du ja. eigentlich gesagt hast, dunkel. Ich möchte gar nicht mehr leben, ich habe ja gar keinen Sinn mehr im Leben. Ja. Und irgendwie musste ja Licht wieder in dein Leben hineinkommen. Genau. Mhm. Ja. Wie wichtig waren da Leute, die dir geholfen haben, die dich begleitet haben in diesem schweren Prozess? Da habe ich natürlich auch wieder wunderbar dann die Führung Gottes erleben. Ich bin nachher zu einer Familie gekommen, stell dir vor, eine bekannte Familie, die haben erst gerade geheiratet und haben mir, sie waren in der gleichen Freikirche, wie sagten, Willi, wir haben entschieden, du kannst zu uns kommen. Frisch verheirateter Junge, mich einen Freund, also einen Bekannten in die Familie zu nehmen, solche Dinge habe ich erlebt. Und nachher noch, als ich später nochmal, ich bin jetzt mehrere Mal in Kliniken gekommen, ein anderes Mal kam eine Familie in Männedorf. Und die hat Kinder gehabt und er hat mich gekannt von früher her und dann hat er mir auch wieder angeboten, Willi, komm du aus der Klinik, komm du zu uns zu leben. Und das war natürlich für mich, in einer Familie zu leben mit Kindern, das hat geholfen, meine kaputte Seele langsam wieder auch in Heilungsprozesse zu bringen. Und man kann sagen, dass dein Vertrauen in Jesus, dein Vertrauen in Gott ist, auch wieder gewachsen. Langsam wieder offen, wieder langsam zugenommen, langsam. Wenn ich dich so anschaue, dann sehe ich, und das ist ja so, du hast es schon zu Beginn ja erwähnt von unserem Interview, dass eigentlich, das könnte man sagen, fast die beste Zeit jetzt von deinem Leben. Also, ich kann wirklich sagen, ich finde mich so privilegiert, dass ich die Gesundheit habe, keine Gebrechen, und mehr Zeit habe als früher. Ich kann alles genießen. Heute die Bahnfahrt hierher. Ich habe die Landschaft genossen. Mich erinnert wie früher oft. Ich habe mal in Efretigen gewohnt. In Efretigen habe ich rumgesehen. Ah ja, natürlich, die Häuser kennst du. Ich sehe die Details. Ja, eine Blume. In dem Alter hat man ja eben mehr einen Blick wieder für Einzelheiten. Das ist bekannt. Ich genieße das so unglaublich. Und was ich jetzt erlebe,
nachdem ich jetzt weggehe, mein Ortswechsel, die Liebeserweisungen von meinen bekannten Freunden, gestern im Restaurant, wo ich mitarbeite, in einem Sozialwerk, kamen sie, Willi, wir werden dich vermissen, Personal vom Restaurant, Willi, wir müssen dich noch genießen, solange du da bist. Und so herzliche, wunderschöne Erfahrungen. War das ein Stück weit auch aus Dankbarkeit? Du hast dich in der Gefängnisseelsorge engagiert. Ja. Und ja, dass du dorthin bist zu diesen Leuten und auch von dieser Hoffnung erzählt hast, die du ja auch gefunden hast in Jesus Christus. War das ein Stück weit auch Dankbarkeit Gott gegenüber? Genau, ganz bestimmt, das mache ich aus Dankbarkeit. Und ich kann mich eben hineinfühlen, wie ich war diese Woche am Dienstag wieder im Gefängnis, habe einen Moldawier besucht. Weil ich weiß, was es heißt, verlassen zu sein. In der Klinik war ich ja praktisch, habe zweimal einen Besuch gehabt in den 2,5 Monaten in der Klinik in Bern. Und sonst, jeden Tag war lange Tage, niemand da. Kann ich mir hineindenken in den Gefangenen, der da sitzt, der hat niemand als Besuch als ich oder vielleicht noch mal eine Person, was für einen Wert das für ihn hat, wenn jemand sich um ihn kümmert und mal eine Stunde, zwei Zeit nimmt, mit ihm zu sprechen. Ich kann mich hineinfühlen und ich möchte ihm das bieten, was man mir dann auch geboten hat. Du weißt, wie schwierig das war, eben in so einem Tunnel zu sein, kein Licht mehr zu haben, und du durftest das erfahren. Wie lange ist es her, dass man sagen kann, du bist jetzt vollkommen wiederhergestellt, gesundheitlich, kein Thema mehr von manischer Depression? Ich denke, es ist also schon über 10 Jahre her. Ja. Über 10 Jahre her. Und das ist doch wunderbar. Das können wir nicht genug betonen, weil wenn jetzt Leute zuschauen und die sind vielleicht auch in Gefängnissen, nicht in einem Gefängnis wegen einer Straftat, aber innerlich im Gefängnis. Alles dunkel, alles hoffnungslos, alles kein Sinn mehr oder seh nicht weiter oder so, all das. Was würdest du diesen Leuten empfehlen, Willi, die jetzt zuschauen und sagen, eigentlich muss ich sagen, mein Leben ist dunkel und ich möchte Licht bekommen, ich möchte Hoffnung, wirkliche Hoffnung bekommen und ich habe so vieles ausprobiert, aber ich bin nicht fündig geworden. Wir haben gehört, ein Schlüssel ist Vergebung, den hast du erwähnt schon. Ja. Und was würdest du diesen Menschen jetzt empfehlen? Das kann ich wirklich sagen. Hört gut zu. Weil ich in Lateinamerika war 20 Jahre, habe ich gelernt, was ein kindliches Vertrauen ist zu unserem Schöpfer. Da diese einfachen Leute, die während dem nachher dieser Zivilkrieg in meinem Land, wo ich war, El Salvador, und auch sonst ist die Gefahren sind viel größer und es gibt nicht die Versicherungen, all diese Dinge, die wir haben. Die Menschen haben noch ein anderes Vertrauen zu Gott, ein kindliches Vertrauen. Ich empfehle jedem von euch, habt ein Vertrauen wie ein sechsjähriges Kind zu ihrem Vater oder Mutter. Ein volles Vertrauen in Gott haben. Er will ja der Vater sein. Natürlich ist die Voraussetzung, dass wir zu ihm kommen einmal und ihn als Vater annehmen und sagen, Herr, ich komme zu dir, vergib meine Schuld, ich nehme dich an, als Vater nehme ich an als Kind. Aber dann ein kindliches Vertrauen, und das fällt, ich weiß, hier im Westen fällt das ein bisschen schwer, weil das Leben ist so kompliziert und hat so viele Absicherungen und so viele Ablenkungen. Es ist viel schwerer hier als in Salvador, als in Lateinamerika. Aber es gibt nichts Schöneres als ein kindliches Verhältnis. Als Beispiel, ich begleitete einen Jungen in einer Wohngemeinschaft, sechsjähriger Bube, und habe ihn begleitet auf dem Weg in den Kindergarten. Ah, das war so herrlich. Dieser kleine Sechsjährige hat mich bei der Hand genommen, hat beim Frühstück gesagt, Onkel Willi, kommst du, tust mich begleiten in den Kindergarten? Selbstverständlich komme ich. Und dann kam er mit seiner Tasche mit Proviant drin, nahm mich bei der Hand und ging glücklich mit mir zum Kindergarten. Da kamen die anderen Kollegen und, ach, wer ist das? Ach, mein Onkel, ganz stolz. Nicht wahr? Die anderen meisten kamen allein und er kam mit einem Onkel. Und diese Unbeschwertheit, diese Unbesorgtheit von diesem Kind, das wünsche ich jedem von euch, dass ihr mit Gott, dass er euer Vater ist und ihr wisst, mit jedem von euren Problemen und Nöten könnt ihr zu ihm kommen, jederzeit. Hat immer Sprechstunde, ist immer bereit für euch da. Wunderbar. Das war ein schönes Schlusswort.
Kindliches Vertrauen. Das. Ja. Das ist das eines der größten Geheimnisse, glaube ich, was uns schwerfällt in Europa, weil wir werden geschult und gelernt, mach selbst ist der Mann oder selbst ist die Frau, alles selber, Selbstverwirklichung. Nein, besser sagen, ich brauche dich, Herr Vater, einen guten Vater, dann bin ich ohne Sorgen. Ich weiß wohin mit meinen Sorgen. Das ist ein Teil von meinem Geheimnis, dass ich so gut, so glücklich bin, weil meine Sorgen, weiß ich wohin damit. Ja, wunderbar. Das Kreuz. Wunderbar. Und genau davon berichtet auch dieses Buch hier. Kein Tunnel ohne Ende. Es gibt immer Hoffnung, garantiert. Egal in welcher Lebenssituation das Sie sind. Sie haben es gehört jetzt von Willi Tanner. Vertrauen Sie sich diesem Gott an. Dieses Vertrauensverhältnis, einem Vater zu vertrauen. Ja. Und Willi, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass du bei uns im Studio warst. Ich wünsche dir von Herzen Gottes Segen. Danke vielmals. Viele schöne Jahre. Jahre, wo du als Hoffnungsträger unterwegs sein darfst, persönlich. Jawohl. Im Sinn von Vorträgen, Referaten oder eben auch durch dein Buch. Und wer weiß, vielleicht gibt es sogar noch eine zweite Auflage oder ein zweites Buch davon. Ja. Wir werden es sehen. Ja. Wir wünschen Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, von ganzem Herzen Gottes Segen. Und wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns. Wir werden das weiterleiten an Willi Tanner. Und wie gesagt, wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie bald mal wieder bei uns vorbeischauen.